Diesen Krieg gewinnen wir nicht. Auch nur ein Wort über das, was ich Ihnen gleich zeige. Und Sie werden wegen Hochverrats hingerichtet. Wer sind Sie? Alan Turing, einer der besten Mathematiker der Welt. Sie kennen Enigma? Es ist das genialste Verschlüsselungsgerät der Geschichte. Die Deutschen setzen es für ihren gesamten Nachrichtenverkehr ein. Es gibt 159 Millionen, Millionen, Millionen mögliche Kombinationen. Es lässt sich nicht knacken. Lassen Sie es mich versuchen, dann finden wir es raus. Mr. Turing, wissen Sie, wie viele Menschen wegen Enigma sterben mussten? 3. Während dieses Gesprächs. Churchill hat Alan die Leitung übertragen? Keith und Charles, ihr seid gefeuert. Sie waren der Klassenliebling, oder? Wir haben zu wenig Leute. Dann besorgen wir mehr Leute. Für die Lösung dieser Aufgabe haben Sie 6 Minuten. Ist das überhaupt möglich? Ich brauche 8. 5 Minuten, 34 Sekunden. Es sollten doch höchstens 6 sein. Was machen wir wirklich? Wir entschlüsseln einen nicht entschlüsselbaren Nazi-Code und gewinnen den Krieg. Oh. Um überzeugender Genie zu spielen, muss man tatsächlich ein Genie sein. Es spielt keine Rolle, wie schlau man ist. Enigma ist immer schlauer. Was ist, wenn nur eine Maschine eine andere Maschine besiegen kann? Haben Sie schon einen einzigen deutschen Funkspruch entschlüsselt? Meine Maschine wird funktionieren. Früher oder später machen Sie einen Fehler. Und wenn ich Joan nicht in dieser Weise liebe? Das ist illegal. Ihnen ist alles recht, um dich loszuwerden. Sie haben mehr Geheimnisse als Mata Hari. Bin ich ein Krimineller? Bin ich ein Kriegsheld? Sie entscheiden jetzt, wer sterben soll und wer nicht? Weil es sonst niemand kann. Sie werden niemals verstehen, wie wichtig das ist, was ich hier erschaffe. Alan! Mein Gott. Ja! Manchmal sind es die Menschen, von denen man es sich am wenigsten vorstellen kann. Die etwas leisten, was bis dahin unvorstellbar war.